Hallo zusammen, hier haben wir das iPhone 5, das ich aus England habe. Ich habe hier die Folie wieder drüber gestülpt, damit es ein bisschen wie neu aussieht. Wie man sieht, ist kein Kratzer am Gehäuse. Es hat ganz, ganz kleine Abschürfungen, die man aber so von bloßem Auge fast nicht sieht. Man muss sehr, sehr genau schauen. Vom Zubehör her ist eigentlich alles noch vorhanden. Die Kopfhörer, die sind noch original verpackt. Und hier der englische Stecker. Und natürlich das Lightning-Kabel. Das packen wir jetzt wieder alles schön ein, so wie es sein sollte. Und dann schauen wir gleich mal, wie viel wir eigentlich noch für das iPhone 5, circa ein, zwei Wochen alt ist, noch bekommen. Auf verkaufen.ch kann ich hier gleich das Gerät eingeben und es wird mir gleich was vorgeschlagen. Hier kann ich den Zustand des Gerätes wählen, da wähle ich mal gut. Es hat dann ganz kleine Kratzer und natürlich ohne SIM-Lock. Hier bekomme ich den Preis von 872 Franken. Das Ganze ohne Fotos zu schießen, ohne Beschreibung zu hinterlegen etc. Und da geht es auch schon gleich los mit dem Erfassen von den Daten. Danach geht es gleich weiter. Ich möchte euch nicht langweilen mit Details. Das nächste, was ich brauche, ist natürlich eine IBAN-Nummer, damit verkaufen.ch mir das Geld überweisen kann. Und damit ist eigentlich der Kauf, der Ankauf schon abgeschlossen. Ich kriege hier eine Auftragsnummer und ein PDF. Ein PDF, das ist quasi der Lieferschein, den ich mitschicken muss mit dem Gerät. Und hier ist auch gleich eine kostenlose Frankierung, welche ich auf das Paket aufkleben kann, um es kostenlos an verkaufen.ch zu schicken. Das Ganze kann ich einfach noch ausdrucken. Sehr, sehr einfach gemacht und sehr schnell abgewickelt.